Die Notenbanken, allen voran Jerome Powell, schüren weiter die Gier der Aktienmärkte, indem sie Hoffnungen auf Zinsen machen. Powell heute ja vor dem US-Senat mit seinen Aussagen. Die EZB hat zwar auch nicht die Zinsen gesenkt heute, aber sehr stark die Inflationsprognose gesenkt und angedeutet, naja, Juni oder Juli könnten wir die Zinsen senken. Die Märkte waren total euphorisiert und das, nachdem die Futures zunächst mal ja negativ waren. In Asien ging es bergab, weil die Bank of Japan den entgegengesetzten Weg geht und wahrscheinlich noch im März die Zinsen anhebt. Daraufhin der Yen stärker, daraufhin der Nikkei gefallen. Aber dann, kaum waren die Future-Märkte auf in Europa, ging es nach oben und das schon vor der EZB-Sitzung und vor den Aussagen von Jerome Powell, die das Ganze dann noch weiter getrieben haben und faktisch damit Benzin ins Feuer gießen. Denn wenn du jetzt diese FOMO, diese Gier der Märkte noch weiter anheizt, dann schaffst du mehr Nachfrage, die Leute werden auf dem Papier immer reicher. Mehr Nachfrage heißt mehr Inflation im Endeffekt und dann könnte das drohen, was wir schon mal gesehen haben, dass die Inflation hochgeht, dann wieder runtergeht und dann wieder hochgeht. Das ist ein Muster, das sich diesmal wiederholen könnte. Die Notenbanken schaffen sich also ein Monster, nämlich die gierigen Finanzmärkte, die völlig entkoppelt von der Realität oder von der Realwirtschaft zumindest hier agieren und eine Blase bilden, die schwer zu kontrollieren sein wird. Wir wollen uns die Gemengelage heute mal anschauen. Wir starten mit der EZB, die vor allem die Inflationserwartungen nach unten genommen hat. Und das, obwohl man gesagt hat, naja, der Preisdruck bleibt hoch und man verweist hier vor allem auf die Löhne und auf die Margen der Unternehmen, also dass die Unternehmen die Neigung haben, die Preise wieder anzuheben. Gleichwohl senkt man aber die Inflationserwartung von 2,7 auf jetzt 2,3% für das Jahr 2024. Und für das Jahr 2025, da erwartet man im Grunde, dass die Notenbank dann an ihrem Ziel ist von 2%. Jetzt wissen wir natürlich, dass die EZB bisher wirklich geglänzt hat mit ihren Prognosen, hat ja viel zu spät gecheckt, was mit der Inflation passiert, hat den Kopf in den Sand gesteckt. Jetzt ist man wieder sozusagen auf dem Weg, wahrscheinlich die nächste Fehlprognose zu geben, indem man eben hier die Dinge zu stark nach unten jetzt revidiert. Man hat auch das prognostizierte Wirtschaftswachstum deutlich nach unten gedrückt. Also man hat eher einen düsteren Ausblick für die Wirtschaft, daher vielleicht dann auch eben die sinkende Inflationsprognose. Die Märkte finden das super cool. Ja, düstere Wirtschaftsaussichten ist doch gut. Hauptsache die Zinsen, die fallen. Das scheint das Allerwichtigste zu sein und die Märkte reagieren. Hier sehen wir mal die Swaps auf den, die Zinserwartung bepreisen und wir sehen, da hat man deutlich reagiert. Jetzt sind 4 Zinssenkungen erwartet oder eingepreist für das Jahr 2024 durch die EZB. Vorher waren es, naja, nicht ganz 4. Also wir sehen, da hat sich durchaus was getan nach der Sitzung und der Pressekonferenz von, wie heißt es, Lagarde heißt es, gell? Und Juni-Zinssenkung, ich habe eher Juli rausgehört, weil eben die gute Lagarde gesagt hat bei der Pressekonferenz, ja, im Juni bekommen wir dann Daten oder im Mai bekommen wir Daten. So genau war das jetzt nicht klar, wie es mit der Lohnentwicklung aussieht. Und erst dann wird man reagieren. Wir sehen ja hier in Deutschland mit den ganzen Streiks und den Lohnforderungen, wohin der Zug eigentlich fährt. Und das sehen wir auch bei den Firmen, die jetzt ihre Preiserwartungen wieder nach oben schrauben. Das wird früher oder später dann mit steigenden Preisen an die Konsumenten weitergegeben. Und dann hatten wir Jerome Powell, der, wie Sie hier sehen, sich sehr, sehr jung gehalten hat. Der ist ja auch schon, wenn ich nicht irre, über 60 der Mann. Aber schauen Sie mal, wie frisch der aussieht. Der hatte gesagt, we are not far from confidence to cut rates. Damit hat er sich ähnlich wie im Dezember faktisch widersprochen zu dem, was er eigentlich gestern gesagt hat. Da hat er gesagt, naja, wir sind noch nicht davon überzeugt, dass die Inflation auf dem Weg zu 2% ist. Jetzt sagt er, wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Heißt nichts anderes, ja, wir denken schon über Zinssenkungen nach. Und dann deswegen sagt er auch, hier die Zinssenkungen can and will begin this year, also praktisch eine Art Erklärung, dass die Zinsen wirklich in diesem Jahr sinken. Die Märkte erwarten das sowieso, aber das erwarten sie ja im Grunde schon seit dem Jahr 2022. Und dann hat Powell auch gesagt, we don't print money to fund the deficits, that's not what happens. Aber wahrscheinlich ist genau das das, was passiert, nämlich die Fed hat ja kürzlich in Gestalt von Waller überlegt, auch kürzer laufende Anleihen
US-Staatsanleihen, also T-Bills, ins Portfolio zu nehmen, dafür Mortgage-Backed Securities rauszuhauen. Faktisch würde sie damit dann eine Art QE betreiben und eben doch das Defizit finanzieren, aber man behauptet natürlich das Gegenteil. Dennoch ist erstaunlich, dass andere FED-Mitglieder wie heute Mester und gestern Kashkari sich ganz anders äußern. Kashkari, ja, gestern mit der Aussage, ja, wenn die Wirtschaft so stark bleibt, warum sollten wir dann die Zinsen senken? Mester sagt, ja, wir können die Zinsen senken, wenn die Inflation weiter abkühlt, aber derzeit sei es viel gefährlicher, jetzt über Zinssenkungen nachzudenken. Deswegen solle man das nicht tun, wenn man nicht wirklich die Gewissheit habe, dass die Inflation deutlich nach unten geht. Und nächste Woche bekommen wir ja die frischen Inflationsdaten aus dem Februar. Erwartung so um und bei 0,3, 0,4%. Oben sehen wir das Nowcast-Model der Cleveland Fed. Da erwartet man 0,43%. Konsenserwartung ist 0,3% in der Headline und 0,4% in der Kernrate. Also das wird spannend, wie das Ganze hier dann ausgehen wird, ob es so kommt, dass eben die Inflation vielleicht doch nicht so stark abkühlt. Wir sehen ja, dass zum Beispiel die Benzinpreise ist nur ein Teil dessen, aber die Benzinpreise in den USA wieder auf dem höchsten Stand seit November klettern unaufhörlich. Aber nochmal zurück zu dem, was heute Nacht passiert ist. Wir haben gesehen, der Nikkei dann schwer unter Druck gekommen, der Yen und aufgewertet, also Dollar-Yen nach unten, nachdem praktisch die Notenbank sich von der Regierung die Erlaubnis eingeholt hat, die Zinsen anzuheben, wie es heißt. Man erwartet jetzt mit einer 70% Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan ihre Negativzinspolitik als letzte große Notenbank der Welt aufgibt und die Zinsen anhebt. Dann wäre der Währungsraum immer noch mit einer sehr geringen Verzinsung gesegnet, aber es wäre dann eben das Ende des wirklich kostenlosen Geldes. Und Michael Kramer wundert sich hier, naja, wir haben im asiatischen Bereich gesehen, im asiatischen Handel, dass die Futures die ganze Zeit gefallen sind. Und dann ging es aber schon weit vor der EZB-Sitzung oder den Aussagen von Jerome Powell nach oben. Die haben dann das Ganze noch weiter befeuert. Und wenn man also, wie Powell andeutet, hier die Zinsen zu senken, dann muss man das unbedingt tun, weil zum Beispiel eine Nvidia nur 43% über ihrem Quartals-Bollinger-Band ist. Die Aktie ist so derartig überkauft, dass es schon echt kracht. Das erinnert jetzt schon so ein bisschen an Supermicrocomputer, die einen RSI hatte von, glaube ich, 98, sind wir nicht mehr allzu weit entfernt. Aber das Muster geht weiter, was wir in den letzten Tagen gesehen haben. Alles steigt, nur Apple steucht nicht. Selbst in diesem Markt kann Apple heute nicht zulegen. Hier ein Kommentar, je weiter Apple fällt, umso höher steigt Tech. Eine bizarre Welt. Alle sind sozusagen wie komplett, wie soll man sagen, hypnotisiert. Nvidia, Nvidia, Nvidia. Ja, das ganz große Ding, hier sehen wir nochmal das Muster, das seit Jahresbeginn herrscht, das sich im Grunde fortsetzt, Nvidia mit einem starken Anstieg, Meta folgte dann Amazon, Microsoft, Google heute ausnahmsweise auch etwas stärker und Apple weiter schwach, Tesla, glaube ich, konnte dann auch noch leicht ins Plus drehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also dieses Muster bleibt, die Insider bei Nvidia aber, die verkaufen. Hier haben einige jetzt mal Kasse gemacht, aber alle anderen wollen unbedingt kaufen, weil die Aktie ja so günstig ist. Da muss schon sehr, sehr viel passieren bei Nvidia, damit das gerechtfertigt ist, was hier passiert in Sachen Bewertung. Und wer hat all dieses mit ausgelöst? Nicht nur Jerome Powell mit seiner Aussage im Dezember, wir haben über Zinssenkungen nachgedacht, dann sagte er bei der letzten Pressekonferenz im Januar, nee, also wir werden auf keinen Fall oder sehr unwahrscheinlicherweise die Zinsen im März schon senken, die Märkte erstmal enttäuscht, aber sei es drum. Und hier sieht man in diesem Tweet von Gordon Johnson, dass die Fed eben dieses Feuer schürt noch ein Stück weit, indem man diese Reverse Repo Volumen, also das von der Fed gedruckte Geld oder das in den USA gedruckte Geld aus Corona-Zeiten, das man so vorsorglich schon mal bereitgestellt hat als Nothilfemaßnahme, dann nicht brauchte, dass man das jetzt sozusagen als Liquidität an die Banken gibt, damit die wiederum Staatsanleihen kaufen. Das ist eine Form von, wie soll man sagen, Aufweichung der Geldpolitik, die zu dieser Euphorie beiträgt. Aber nochmal zurück jetzt hier zu den Aktienmärkten und hier sehen wir Apple im Grunde jetzt zum S&P 500 hier in der rechten Grafik auf einem neuen 52-Wochen-Tief. Ähnliches bei Alphabet.
10-Monatstief. Wir sehen Tesla, die ja gestern auf den tiefsten Stand seit Mai letzten Jahres gefallen sind. Also das sind die gefallenen Engel. Und wir haben aber natürlich die KI-Euphorie und wir haben die Euphorie der Privatanleger. Hier sehen wir mal 51,7. Das ist der höchste Wert seit 2021, mit Ausnahme kurz vor Weihnachten. Da waren wir mal ganz kurz drüber, Weihnachten 2023. Wir sehen die Vermögensverwalter in den USA, NAAIM, so muss es heißen, jetzt wieder mit 89% investiert, haben also ihre Investitionsquote wieder nach oben gefahren. Und wie dieses Monster Finanzmärkte funktioniert, sehen wir vor allem bei den Buybacks. Goldman Sachs erwartet jetzt 1 Billion an Buybacks im Jahr 2025. Wenn du als Firma nicht weißt, was du mit Geld machen sollst, dann kaufst du eben deine Aktien, deine eigenen Aktien zurück. Damit verknappst du das Angebot, damit steigen die Aktienpreise weiter, was für das Management dann wiederum mehr Vergütung bedeutet. Aber dieses Geld fehlt eben als Investition, als sinnvolle Investition in die Wirtschaft. Damit wird das Monster immer größer, füttert sich selbst und entzieht letztendlich der Wirtschaft notwendige Liquidität. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Aktienmärkte. Die Aktienmärkte sind entstanden, weil Unternehmen Kapital brauchten, dieses Kapital sich von Anlegern, von Investoren holten, um dann bestimmte Dinge investieren zu können, um ihr Geschäft weiter voranzutreiben. Hier sehen wir auch nochmal das Stock-Sentiment von Bloomberg. Oben, unten sehen wir die Bewertungen, gerade im Tech-Bereich, die jetzt auf Dotcom-Niveau sind. Es wird sicherlich gut gehen, gar keine Frage. Die Aktien steigen, weil die Märkte wetten, dass die Fed und die EZB näher an Zinssenkungen sind, so titelt hier Bloomberg. Wir hatten hier charttechnisch gesehen, in diesem Chart von Ron Walker, eine bullische Wedge, die sich dann nach oben aufgelöst hat, nachdem es gestern ja sehr wild und volatil zur Sache gegangen war, dann zum Handelsende dann nochmal nach unten, aber wie gesagt, dann im asiatischen Handel weiter nach unten und dann, kaum waren die Europäer wach, haben sie gekauft. Da stört auch nicht, dass Moody's deutsche Banken abstuft und vor allem auf das schwache ökonomische Umfeld in Deutschland verweist. Man erwartet mehr Firmenpleiten, dadurch mehr Kreditausfälle und dieses schwache Umfeld hat auch mit der Ampelkoalition zu tun. Hier eine wirkliche Ohrfeige, eine vernichtende Klatsche, wie hier eine andere Zeitung titelt, für die Ampelkoalition durch den Bundesrechnungshof. Die sichere Energieversorgung ist gefährdet, der Strom teuer, während die Bundesregierung die Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur und Umwelt nicht umfassend bewerten kann. Man sagt, alles lügt, die Netzagentur lüge sich in die Tasche. Man ist also viel zu optimistisch, dass man den Bedarf an Energie, vor allem an Strom, wirklich durch diese Energiewende schaffen kann. Das habe ich selten gesehen, dass der Bundesrechnungshof solche Worte gebraucht hat. Das ist schon wirklich, wie soll man sagen, außergewöhnlich. Und außergewöhnlich auch die Situation bei Volkswagen. Konzernweit die Betriebe oder die Werke nur zu 70% ausgelastet. Das zeigt, dass diese Strategie auf E-Autos zu setzen wohl ziemlich nach hinten losgehen wird. Zumal jetzt die EU eben immer lauter darüber nachdenkt, vielleicht diese Regelung, dass Elektroautos ja kein CO2 verbrauchen, CO2-neutral sein, dass das gekippt wird. Und das würde dann bedeuten, dass diese Elektrostrategie vieler Konzerne wirklich ganz schön in der Luft hängt. Zumal die Nachfrage ja mit Ende der Subvention oder mit Abbau der Subventionen ja immer weiter zurückgeht. Abschließend, meine Damen und Herren, nochmal zwei Empfehlungen. Nvidia Insider verkaufen. Was sagen Fondsmanager zu dem Hype von Nvidia? Warum verkaufen die Insider? Erste Empfehlung und die zweite und letzte Empfehlung. Die Abstufung deutscher Banken durch Moody's. Warum machen die das eigentlich? Was denken die sich dabei? Diese beiden Empfehlungen, morgen Videoausblick und dann auch das Markeflüster morgen Abend, aber einen Ticken früher und wahrscheinlich kürzer, weil ich dann in das Wochenende entschwinde. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.